Hallo und herzlich willkommen zur Masterclass Figuren zusammensetzen. Ich heiße Violetta Iser, bin 22 Jahre alt und studiere an der Medizinischen Universität in Innsbruck Zahnmedizin. Ich konnte damals den zweiten Platz beim MEDA-TZ machen und hatte 100% in Figuren zusammensetzen. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch coole Tipps und Tricks mitgeben kann, wie auch ihr richtig gut im Untertest Figuren zusammensetzen sein könnt. Zu den Hard Facts. Der Untertest gehört zu den kognitiven Fähigkeiten. Ihr habt 15 Aufgaben, wobei ihr insgesamt 20 Minuten Zeit habt. Das heißt 80 Sekunden pro Aufgabe, wobei man eben bei manchen Aufgaben ganz schnell auf den ersten Blick erkennt, welche Figur es ist und bei anderen ein bisschen mehr Zeit benötigt. Der Anteil ist 8% im MEDA-T Human und 6,9% im MEDA-T Z. Der Untertest bekommt von uns 5 Sterne, was bedeutet, dass wenn ihr euch fleißig hinsetzt und den Untertest wirklich gut übt, werdet ihr auch relativ schnell einen guten Erfolg sehen können. Also, cooler Untertest, ihr könnt da richtig gut drin werden, ihr müsst einfach nur fleißig sein und dann werdet ihr auch ihr richtig, richtig gut und viele Punkte in dem Untertest bekommen. Und immer mehr üben, denn dann macht der Untertest auch wirklich richtig Spaß. Wie ist das Aufgabenformat? Ihr habt 3 bis 7 Einzelteile und aus diesen Einzelteilen müsst ihr auf eine der Lösungsmöglichkeiten kommen. Und das können entweder Vielecke sein, wie man es jetzt hier sieht. Das heißt, man hat entweder ein Fünfeck, ein Sechseck, ein Siebeneck oder ein Achteck und muss eben anhand von diesen 3 Einzelteilen oder eben, es können 3 bis 7 Einzelteile sein, muss man eben erkennen, um was für eine Lösungsmöglichkeit, also um was für ein Vieleck es sich handelt. Wichtig ist, dass die Lösungsfiguren eben immer die gleiche Seitenlänge und die gleichen Winkel haben. Das ist zum Beispiel auch wichtig, wenn ihr euch fragt, ist es ein Außenwinkel? Ist es eine Außenseite? Das erkläre ich euch dann auch noch richtig gut in der Masterclass, aber das ist eben mal ein erster Tipp und Trick. Ihr müsst immer darauf achten, dass die Lösungsfigur, wenn es eine Außenseite ist, immer die gleichen Seitenlängen und die gleichen Winkel hat. Wenn es kein Viereck ist, können es eben auch Kreise sein. Und da haben wir eben als Antwortmöglichkeiten den ganzen Kreis, wir haben den Halbkreis, wir haben den Dreiviertelkreis und wir haben, wie ich es immer nenne, damit alle Hunger bekommen, das Pizzastück bzw. den Viertelkreis. Wie ist der Lösungsansatz allgemein? Ihr tut zunächst die Zielfigur eingrenzen. Dann tut ihr mal eine Auswahlmöglichkeit treffen und zum Schluss die Zielfigur überprüfen. Was ganz wichtig ist, es geht nicht darum, dass ihr wirklich im Kopf die Einzelteile zusammensetzt, sondern es geht darum, dass wir coole Strategien lernen und unseren Kopf sozusagen trainieren, damit wir dann anhand von zum Beispiel bestimmten Winkeln erkennen können, um welche Lösungsfigur es sich handelt. Das heißt, am Anfang sind die meisten, und war auch ich damals, wie dieser Emoji da, oder? Man fragt sich, okay, das sind viel zu viele Einzelteile und ich erkenne da genau gar nichts und es würde viel zu lang dauern, die einzeln im Kopf zusammensetzen. Und das will ich euch erleichtern, indem wir uns echt coole Strategien anschauen, damit ihr einfach auf die Lösungsmöglichkeit kommt. Schauen wir uns jetzt mal den Lösungsansatz für die Vielecke an. Hier kann es sein, dass ihr entweder große Teile habt, wo ihr eben mehrere Winkel gegeben habt, oder ihr habt kleine Teile. Und für beides gibt es eben unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn wir jetzt ein großes Teil haben, das haben wir jetzt hier mal zerschnitten, dann wissen wir, okay, bei einem Achteck haben wir parallele Seiten, wie man hier sieht, und die haben wir hier nach 4 Winkeln, oder? Wir haben 1, 2, 3, 4 Winkel und 2 parallele Seiten. Beim Achteck sind eben parallele Seiten nach 4 Winkeln. Das sind einfach wichtige Informationen, die man sich merken sollte, weil es können auch bei MEDA-T große Teile vorkommen und dann ist man sich einfach durch solche Informationen, indem man sagen kann, hey, okay, ich habe hier parallele Seiten nach 4 Winkeln, check, es ist das Achteck. Dann beim Sechseck habe ich auch parallele Seiten, da habe ich sie eben nach 3 Winkeln. Also beim Achteck nach 4 Winkeln und beim Sechseck nach 3 Winkeln. Dann schaue ich mir das Siebeneck an. Beim Siebeneck habe ich keine parallelen Seiten. Dann schaue ich mir das Fünfeck an. Beim Fünfeck fehlt nur mehr eine einzelne Seite für die vollständige Figur. Also so könnt ihr mal, wenn ihr große Teile, also mehrere Winkel gegeben habt, unterscheiden, ob es sich um ein Achteck, Sechseck, Fünfeck oder Siebeneck handelt. Das heißt, ihr schaut euch an, habe ich parallele Seiten oder habe ich keine parallele Seiten
Und dann könnt ihr schon viel besser eingrenzen, okay, kann es vielleicht ein Achteck oder ein Sechseck sein oder ist es eben das Siebeneck oder das Fünfeck. Hier seht ihr jetzt auch nochmal, ihr könnt euch den Winkel anschauen. Das nennen wir immer Seiten verlängern. Ihr dürft heute ja nicht mehr bei Meda-T Hilfsmittel verwenden, wie Stifte oder Seiten verlängern oder gar euren Finger verwenden. Also ihr dürft einfach gar keine Hilfsmittel mehr verwenden. Und das heißt, wir müssen das alles unserem Kopf antrainieren. Früher durfte man Hilfsmittel verwenden, jetzt darf man es eben nicht mehr verwenden. Aber es ist kein Problem, weil mit den richtigen Strategien ist es auch ohne Hilfsmittel komplett machbar. Ihr müsst euch einfach wirklich vorstellen, ihr müsst jetzt eurem Kopf, wie man früher irgendwie neue Vokabeln gelernt hat oder irgendwas, müsst ihr jetzt einfach eurem Kopf lernen, wie er erkennen kann, um welche Figur es sich eben handelt. Und da ist eben eine weitere Strategie, dass wir eben die Seiten verlängern. Wenn wir beim Achteck die Seiten verlängern, das ist jetzt hier aufgezeichnet mit Seiten verlängern, oder? Das dürft ihr natürlich nicht einzeichnen, aber am Anfang empfiehlt sich das immer, um sich das mal klar zu machen und vorstellen zu können, dass man es sich einzeichnet. Schauen wir es uns jetzt mal an. Wir tun beim Achteck die Seiten verlängern und bekommen dann ein rechtwinkliges Dreieck. Wenn wir beim Sechseck die Seiten verlängern, bekommen wir ein gleichseitiges Dreieck. Wenn wir beim Siebeneck die Seiten verlängern, bekommen wir ein gleichschenkliges Dreieck beziehungsweise ein nahezu rechtwinkliges Dreieck. Also wenn ihr euch zum Beispiel mal zwischen Achteck und Siebeneck unsicher seid, dann könnt ihr euch anschauen, okay, habe ich einen rechten Winkel oder habe ich keinen rechten Winkel, weil beim Achteck habe ich ja den rechten Winkel. Und immer dran denken, ihr habt zum Beispiel, wo habt ihr überall einen rechten Winkel? Das habt ihr auf jedem Antwortbogen bei Meda-T ist ein rechter Winkel, oder? Bei einer ganz normalen Papierseite ist ein rechter Winkel. Das heißt, da könnt ihr natürlich immer vergleichen, wenn ihr euch vorstellt, okay, ich würde jetzt den Testbogen drauflegen, würde es sich ausgehen oder würde es sich nicht ausgehen? Also nutzt wirklich das, was ihr habt und stellt euch vor, wenn ich das jetzt da reinlegen würde, würde es reinpassen oder eben nicht. Und beim Fünfeck ist auch immer sehr gut zu erkennen, habe ich ein sehr spitzes Dreieck. Also, jetzt schauen wir uns das nochmal an, wenn wir wirklich das Einzelteil zerschnitten haben, oder? Wir haben jetzt hier zwei Winkel gegeben, tun die Seiten verlängern. Und ich empfehle euch immer, macht das am Anfang mal wirklich mit einem Stift. Also nehmt euch mal einen Nachmittag Zeit oder irgendwas und dann druckt ihr mal ein ganzes Übungsset aus und ihr zeichnet wirklich einmal mit, meinetwegen auch mit einem Lineal und einem Stift, verlängert ihr die Seiten, dass ihr eurem Kopf quasi einmal zeigt, okay, so wäre es perfekt, so würdest du perfekt erkennen, was für ein Dreieck entsteht, damit der Kopf wirklich sieht, okay, so soll es aussehen. Und dann fangt ihr an, euch das im Kopf vorzustellen, dass man sich wirklich denkt, okay, ich verlängere die Seite, ich verlängere die Seite, was für ein Dreieck bekomme ich? Und natürlich ist es am Anfang schwer und ihr werdet es nicht erkennen, aber je öfter ihr das macht und je mehr ihr quasi euren Kopf trainiert, desto einfacher wird euch das fallen. Und dann werdet ihr recht schnell erkennen, okay, das ist die Figur, das ist die Figur. Ich weiß noch, bei mir war das am Ende wirklich, dass ich einfach mir die Einzelteile angeschaut habe und ich habe innerhalb von 3 Sekunden erkannt, Achteck, Siebeneck, Sechseck. Also es ist wirklich eine reine Kopftrainingssache. Und dann macht es auch echt richtig Spaß, weil dann merkt ihr, okay, wie cool und wie schnell ihr eigentlich eurem Kopf, was so kompliziert zunächst erscheint, trainieren könnt. Also, es ist machbar. Okay, also wir verlängern die Seiten und schauen, was für ein Dreieck bekommen wir. Beim Achteck bekommen wir, wie gesagt, einen rechten Winkel. Machen wir das gleiche beim Sechseck. Wir verlängern die Seiten, schauen, was für ein Dreieck bekommen wir. Ein gleichseitiges Dreieck. Beim Siebeneck, wir verlängern die Seite, was für ein Dreieck bekommen wir? Ein gleichschenkliges Dreieck, beziehungsweise eine Mischung. Beim Fünfeck, wir verlängern die Seite, was für ein Dreieck bekommen wir? Ein extrem spitzwinkliges Dreieck. Und hier fragt man sich natürlich, okay, woher weiß ich aber, dass es sich dort wirklich um Außenwinkel handelt? Und da gibt es eben coole Tipps und Tricks und die schauen wir uns dann in der Masterclass noch in aller Ruhe an. Und nicht vergessen, wie ich eben gesagt habe, okay, ihr findet einen rechtwinkligen Dreieck auf jedem Antwortbogen, auf jedem Testheft und könnt euch das dann immer vorstellen. Nicht vergessen, ihr dürft vergleichen. Das heißt, ihr habt ja unten
alle Lösungsfiguren gegeben, oder? Und könnt nochmal schauen, okay, wie ist der Winkel nochmal beim Sechseck? Ist es der Winkel, den ich oben auch erkenne? Zum Beispiel hier unser erstes Einzelteil, könnt ihr euch mal vorstellen, wenn ihr das unten bei der Lösungsfigur B einsetzen würde, würde das passen vom Winkel her? Oder ihr schaut euch an, okay, wenn ich es bei A einsetze, würde das passen ungefähr von der Winkelöffnung her? Ist das weiter geöffnet, weniger weit geöffnet? Und dann könnt ihr erkennen, okay, das ist eigentlich genau der Winkel vom Sechseck, oder? Also nutzt das auch, was ihr habt, um nochmal zu überprüfen. Dann gibt es eine weitere Methode. Das waren ja jetzt alles Methoden, wo wir zwei Winkel gegeben haben. Also wir nennen es immer, wo wir große Teile gegeben haben. Und bei Meta T gibt es aber sowohl große Teile mit zwei Winkeln, als auch große Teile mit einem Winkel. Wenn wir jetzt einen Winkel gegeben haben, dann gibt es einmal die Drittelbetrachtung und die Rechteckbetrachtung, die ich euch zeigen mag. Und jetzt schauen wir uns mal die Drittelbetrachtung an. Das heißt, vorher hatten wir, wie gesagt, bei dem Seitenverlängern, hatten wir zwei Winkel gegeben. Jetzt haben wir nur noch einen Winkel gegeben. Ist auch nicht unmöglich. Mit der richtigen Strategie ist es auch super machbar. Das heißt, hier passiert erstmal das gleiche Spiel wieder. Das heißt, ihr erkennt, es ist ein Außenwinkel, weil er zum Beispiel öfter vorkommt. Und dann tut ihr dort auch wieder die Seiten verlängern. Und dort, wo die beiden Seiten aufeinandertreffen, zieht ihr eine Senkrechte nach oben. Und jetzt macht ihr quasi ein Pizzastück, beziehungsweise ein Viertelkreis, und den drittelt ihr wieder. Und jetzt schaut ihr, wo euer Einzelteil durch diesen Viertelkreis quasi durchgeht. Geht es bei der ersten Hilfslinie durch, geht es bei der zweiten Hilfslinie durch oder geht es direkt in der Mitte durch? Und beim Achteck geht die Außenkante genau mittig durch das mittlere Drittel. Schauen wir uns mal an beim Sechseck. Beim Sechseck, das heißt gleiches Spiel wieder, oder? Ihr verlängert die eine Seite, ihr verlängert die andere Seite, ihr zieht eine senkrechte Linie nach oben und zeichnet dann euren Viertelkreis, macht daraus quasi drei Pizzastücke und schaut, wo geht euer Einzelteil durch diesen Viertelkreis durch. Und beim Sechseck geht die Außenkante durch die Grenze zwischen dem ersten und zweiten Drittel. Beim Siebeneck geht die Außenkante knapp im mittleren Drittel durch und beim Fünfeck geht die Außenkante durchs erste Drittel durch. Und es ist wahrscheinlich am Anfang auch wieder erstmal super kompliziert und ihr denkt euch, wie soll ich jemals mit der Strategie das irgendwie schaffen, oder? Ist komplett normal, weil euer Kopf muss es wie gesagt erst lernen. Und auch da empfehle ich immer, malt es euch mal wirklich mit dem Stift aus. Es ist keine verschwendete Zeit. Druckt es euch aus, nehmt euch einen Stift und zeigt dem Kopf einmal ganz perfekt, wenn ich da den Kreis zeichnen würde, wo geht es genau durch? Dann sieht der Kopf quasi einmal wirklich, wie ist es perfekt, und dann probiert ihr es ohne Hilfsmittel und Übung macht da wirklich den Meister. Und auch die Drittelmethode ist, wenn man sie trainiert, super, 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 um zu unterscheiden, ist es ein Fünfeck, ist es ein Siebeneck, ist es ein Sechseck, also ihr könnt damit wirklich super gut arbeiten. Dann gibt es natürlich noch andere Methoden, die erkläre ich euch dann auch noch weiter in der Masterclass. Und was vor allem wichtig ist, ist Winkel finden üben. Wir haben von MatBreaker die App MetaT2Go und dort gibt es unter der Lernkartei Figuren, darunter ist noch Winkel finden. Hier werden euch unterschiedliche Winkel, das heißt vom Viereck, Fünfeck, Sechseck, Siebeneck, Achteck, alles nacheinander ganz schnell angezeigt und ihr müsst immer unterscheiden, ist es ein Fünfeck, ein Sechseck, ein Siebeneck. Und das ist super cool, weil ihr eben in kürzester Zeit alle Winkel ganz schnell unterscheiden müsst und ihr müsst dann gleich mal unterscheiden, ist es ein Sechseck, ist es ein Siebeneck, das ist direkt hintereinander. Und damit trainiert ihr eben nicht, dass ihr nur die Winkel erkennen könnt, sondern ihr trainiert eben auch, dass ihr Außenwinkel erkennt. Und das rate ich euch, tut es wirklich jederzeit. Das heißt, wenn ihr auf Toilette seid, wenn ihr Zähne putzt, wenn ihr wartet, bis das Nudelwasser kocht und, macht es einfach 10 Minuten am Tag. Es wird euch niemals schaden, ihr werdet dadurch einfach nur besser sein und könnt es wirklich super, super gut trainieren. Ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit, um das wirklich gut zu trainieren. Dann gibt es natürlich auch noch für die Kreise unterschiedliche Lösungsansätze. Die schauen wir uns jetzt auch noch kurz an. Hier gibt es quasi einmal den Lösungsansatz, dass wir uns quasi das größte Teil aussuchen und um dieses größte Teil uns quasi einen Kreis zeichnen, oder? Gedanklich. Auch hier gleiches Spiel. Ihr könnt natürlich wieder erstmal einen Stift nehmen und euch eurem Kopf es einmal perfekt zeigen und dann ist wieder ohne
Stift machen. Das heißt, ihr zeichnet einen Kreis gedanklich um euer größtes Einzelteil rum und dann setzt ihr in diesen Kreis die anderen Einzelteile ein. Und beim Kreis ist es eben angenehm, weil wir wissen, okay, alle Seiten, die Rundungen haben, sind Außenseiten. Das heißt, wir müssen hier nicht überlegen, okay, ist es ein Außenwinkel, ist es eine Außenseite, sondern wir wissen direkt, okay, wenn es eine Rundung hat, dann zeigt es natürlich nach außen. Und jetzt setzen wir die Rundungen ein. Das heißt, wir stellen uns hier mal vor, okay, wenn wir dieses Einzelteil haben und das zweite Einzelteil quasi einsetzen würden, würde das hier den Teil ausfüllen. Dann schauen wir uns das nächste Einzelteil an. Da wurde jetzt das erste Einzelteil genommen und dann schauen wir an, okay, wie viel weiter würde der Kreis mit dem gefüllt werden? Okay, ungefähr bis zu der Linie. Dann schauen wir uns das nächste Einzelteil an und das nächste Einzelteil mit einer Rundung und dann sehen wir, okay, es schließt den Kreis quasi nicht zu 100%, weil wir es ja eben nur schätzen, oder? Das heißt, wie da eben steht, nicht immer zu 100% übereinstimmend, aber man kann die Zielfigur eben stark eingrenzen. Das heißt, wenn da eben nur noch so wenig fehlt, wie jetzt bei uns im Beispiel, dann wird es wohl nicht ein Dreiviertelkreis sein, sondern dann ist es der ganze Kreis, weil wir es ja im Kopf nur überschlagen. Aber auch das könnt ihr wirklich gut üben und das Coole ist, bei den Kreisen tun sich die meisten einfacher. Das heißt, es macht mehr Spaß, man ist meist schneller besser, es ist motivierender. Und das ist jetzt nur der eine Lösungsansatz. Da gibt es natürlich auch noch einen anderen Lösungsansatz. Und bei den Kreisen, auch ganz wichtig, achtet auf die Winkel und die Krümmungsstärken. Das heißt, schaut euch an, ist dort ein rechter Winkel, weil einen rechten Winkel haben wir ja einerseits im Dreiviertelkreis, aber auch im Viertelkreis. Und haben wir eine große Kreiskrümmung oder eine kleine Kreiskrümmung? Das heißt, hier haben wir jetzt zum Beispiel eine große Kreiskrümmung, aber eben kaum Kreisfläche. Und dann wird es wahrscheinlich, wie jetzt in diesem Beispiel, das Pizzastück sein. So, bevor wir jetzt weitermachen und uns noch mehr Strategien anschauen, machen wir jetzt mal ein paar Beispiele. Und das ist eben auch ein wichtiger Teil von der Masterclass, dass wir zusammen Beispiele durchgehen. Weil nur indem wir zusammen Beispiele durchgehen, können wir schauen, okay, was könnt ihr schon, was könnt ihr noch nicht so gut, wo sind Schwierigkeiten, wo sind vielleicht Fragen, wie könnt ihr zu Hause besser üben. Schauen wir uns das Gesamtbeispiel an, oder? Schaut euch am Anfang erstmal alle Teile an und dann, je mehr ihr übt, wird euch gleich mal ein Teil in den Kopf stechen. Und das ist jetzt hier das allererste Teil. Bei dem allerersten Teil erkennt ihr schon mal, okay, wir haben zwei Winkel. Wir wissen schon mal, okay, das sind dann wahrscheinlich die Außenwinkel. Die Seitenlängen sind gleich lang. Und da wir viel mit der Winkelfinden-App geübt haben, erkennen wir, okay, das sind Außenwinkel. Und wenn ihr viel übt, würdet ihr wahrscheinlich jetzt direkt schon erkennen, um was für eine Figur es sich handelt. Das heißt, drei Winkel haben wir nicht, aber wir haben zwei Winkel. Welche Strategie können wir jetzt anwenden? Wir könnten hier zum Beispiel natürlich im Kopf die Seiten mal verlängern. Also wir tun die eine Seite verlängern und die andere Seite verlängern und schauen, was für ein Dreieck bekommen wir. Dann gehen wir zum nächsten Teil. Hier fällt uns wieder gleich der Winkel auf und den Winkel erkennen wir auch beim ersten Einzelteil wieder. Das heißt, wir wissen, okay, es wird wahrscheinlich ein Winkel sein, ein Außenwinkel sein. Dann können wir weitergehen und hier auch wieder Seite verlängern und eine Senkrechte nach oben ziehen und jetzt quasi unsere nächste Strategie anwenden, oder wenn wir nur einen Winkel gegeben haben. Und hier erkennen wir jetzt, wenn wir wieder den Dreiviertelkreis oder hier ist es jetzt grün hinterlegt, das wäre noch die Rechteckbetrachtung, erkennen wir, okay, es geht knapp hinter der ersten Hilfslinie durch. Dann schauen wir uns die weiteren Teile an. Okay, die sind vielleicht nicht so hilfreich. Hier erkennen wir jetzt auch nochmal gut die Winkel. Das Teil könnten wir auch noch verwenden. Das wäre jetzt auch weniger hilfreich. Das heißt, ihr merkt, je mehr ihr übt, desto schneller fällt euch auf, welche Einzelteile braucht ihr, um die Lösungsfigur zu erkennen und welche nicht. Wenn ihr aber viel übt, würde jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel reichen, das erste Teil. Weil das erste Teil, ihr habt zwei Winkel, ihr könnt es super gut erkennen, um welche Einzelfigur es sich handelt. Und dann könnt ihr, wie wir es jetzt hier gemacht haben, zum Beispiel beim zweiten Teil nochmal überprüfen, ob die Lösungsfigur, die ihr beim ersten Teil vermutet, auch wirklich stimmt. Und was ist die Zielfigur? Denkt mal kurz nach, ich gebe euch 10 Sekunden Zeit.
Sehr gut. Es ist das Achteck. Und wie ihr darauf kommt und wie wir, wie gesagt, das noch viel einfacher euch erklären können und viel mehr üben, ist eben in der Masterclass. Da haben wir die Zeit, da können wir Fragen beantworten. Ich habe dann auch noch coole Strategien, wie ihr eben 6 und 7 Eck besser unterscheiden könnt. Deswegen, ich freue mich, euch richtig in der Masterclass zu sehen. Übung macht den Meister. Machen wir nochmal ein weiteres Beispiel. Ich gebe euch wieder 30 Sekunden Zeit. Ihr erledigt die Übung und dann besprechen wir sie. Und seid ihr auf die richtige Lösung gekommen? Es ist das Sechseck. Und wie ihr hier vielleicht erkennt, ist es wahrscheinlich schwierig, zwischen Sechseck und Siebeneck zu unterscheiden. Da gibt es aber eine coole Strategie, die wir uns dann in aller Ruhe in der Masterclass anschauen. Das war es jetzt erstmal mit dem Einblick von der Masterclass Figuren zusammensetzen. Wie gesagt, ich freue mich, euch in der Masterclass sehen zu können. Ich freue mich, euch da noch viele weitere Tipps und Tricks geben zu können, dass wir viele Fragen klären können. Wir können viele Beispiele durchmachen. Und ich wünsche euch alles Gute in der Meditativvorbereitung und ihr schafft das, bleibt dran. Und wie gesagt, Figuren zusammensetzen ist ein echt richtig cooler Untertest, weil den schafft jeder, wenn man viel übt.